Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. So, schauen wir mal, was wir heute tun können, heute tun müssen, heute tun sollten. Wir haben Post. Von Elsie. Es ist in letzter Zeit ganz schön heiß geworden, oder? Ich wünschte, das Vieh könnte sich manchmal einfach selbst um sich kümmern. Zum Glück hat mein alter Herr eine ganze Ladung Dörfleisch getrocknet, um uns bei Laune zu halten. Okay. Von der Ziviltruppe. Ah, oh, 10 Schaltkreise. Cool. So. Hier müssen wir gerade mal sauber machen. Dann hier auch mit Sicherheit, genau. So. Kann der was tun? Suppentöpfe könnten wir mal machen. So, du kannst natürlich was tun. Wir haben Unmengen Material, was wir hier verarbeiten können. Müssen wir mal mehr von den Verwertern machen. Ist das Sand? Ja. Das war Sand. Wir könnten Entdeckerstiefel machen. Machen wir. Hast du was zu tun? Steine haben wir keine, okay. Du. Hartholzstöcke. Einen kannst du auf jeden Fall machen. So, und du darfst natürlich auch weiterarbeiten. Haben wir noch Eisenschrott? 4. Aluminiumschrott. Fortschrittlicher mechanischer Schrott. Oh. So, dann gehe ich mal meine tägliche. Meinen täglichen Schaltkreis noch holen. Aber jetzt durch die Ziviltruppe ist natürlich schon mal mega. Den Roboter habe ich nie beachtet. So, dann könnten wir auch den Bus gerade noch. Wenn wir schon hier sind, ne? Bietet es sich ja an. Oh, wir haben ein Skill-Level. Sehr schön. So. Dann gucken wir mal. Chromdolche müssen wir machen. Krallen brauche ich. Wo kriege ich Krallen her? Das war ja noch so mein Problem. Wo kriege ich Krallen her? Kann ich Krallen kaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie sieht es eigentlich aus mit Geburtstagen? Fällt mir gerade so ein. Ah, da hätte der gehabt. Okay. Was ist morgen? Tag. Achso, da beendet der Pass. So, sonst ist aber keiner hier mit Geburtstagen. Okay. Und Quests haben wir nur die eine. Hm. Da könnte ich auch nochmal. Ist echt die Frage, wo kriege ich Krallen her? So, wir können gerade mal gucken, ob wir hier was kaufen können. Stahlplatte haben wir. Stahlschwert. Stahlspeer. Stahldolch. Wüstenkämpferumhang. Das haben wir, glaube ich, alles, oder? Wenn nicht, brauche ich es jetzt gerade aber auch noch nicht. Hier können wir gerade nochmal gucken. Stahldolche. 1000 Taler, versteinerte Holzbretter. Das können wir machen. Stahldolch. Würde ich auch mal. Gegerbtes Leder. Schalttafeln.
Okay. Und da haben wir noch was. Nashornkaktus. Läuft ab am Tag 28. Welchen Tag haben wir denn? 24. Ne, das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Achso, ich wollte gucken, wo ich unter Umständen Krallen kaufen kann. Hier nicht. Vielleicht bei den... Kriege ich das bei den Dings. Bei der Schutztruppe da. Bei der Ziviltruppe, so. Das war das Wort, was ich suchte. Da gehen wir gerade mal gucken. Vielleicht kriege ich das an deren Aufgabenbrett. Oder Dingsbrett hier. Da kriegen wir das. So, Monsterjagd. Rippenfleisch. Unbehandeltes Tierfell, Jackmehlhaar, Ameisenhonig, Federn. Gefährliche Ruinen, Schiffswrack. Mikrochip. Können wir auch mal veröffentlichen. Wüstenmonster. Grobes Leder, feines Haar. Aber keine Krallen. Habe ich überhaupt die Möglichkeit, Krallen zu kriegen? Ich habe momentan nicht den Eindruck. Kann ich mal so Dinge verkaufen? Ich habe Tonkrüge, aber die kauft ihr nicht. Aber ich weiß, wer Tonkrüge kauft. Von den Aufgaben da an der Pinnwand muss ich auch nochmal was machen. So, du kaufst doch Tonkrüge. So. Den Kupfertopf. Ja, sonst haben wir nichts, was wir verkaufen können. Zumindest nicht dabei. So, dann würde ich sagen... Erledigen wir gerade mal die Aufgaben. Und rätseln weiter, wo wir Krallen herkriegen. Das ist echt... Sammler. Muss ich hier eigentlich gießen? Nö, weder gießen, düngen vielleicht. Da noch nicht, da auch noch nicht. Muss noch wieder Dünger herstellen. Okay, da ist aber sonst alles okay. Oh, Moment, da hinten haben wir ja auch noch, aber ich glaube, die haben wir frisch gedüngt. Ja, die sind okay. Kann ich Dünger herstellen? Ja, kann ich. Sehr gut. Versteinertes Holz. So.
Chromdolch. Und was war die dritte Aufgabe? Der Stahldolch, okay. Den verfolgen wir gerade mal mit. Kann ich den herstellen? Stahldolch, Anleitung fehlt mir. Okay, dann holen wir die Anleitung. Die hat sich ja jetzt dann quasi durch die Produktion von dem Stahldolch. Oh, wir brauchen gegerbtes Leder. Das muss ich noch besorgen. So, Stahldolch. Kaufen wir. Ist ja nicht so. Achso, ich hab Skillpunkte. Da können wir verteilen. Relikte und technisches Wissen. Oh, das machen wir. Fange automatisch Skorpione und glänzende Skorpione. Ja, das machen wir aber sowas von. Werkstatt. Halte eine Chance von 5% zweimal zu veredeln. Da könnten wir die Rucksackpreise senken. Das machen wir. So. Dann haben wir vielleicht Glück und können... Können dann noch so. Achso, das gegerbte Leder brauchen wir noch. Perfekt. Ausdauer plus 7. Gegerbtes Leder. Wir brauchen Salz und wir brauchen grobes Leder. Salz können wir kaufen. Das kriegen wir, ich glaube, sowohl im Blue Moon als auch bei ihr da hinten. Weiß nicht, was jetzt kürzer ist. Jetzt Blue Moon rein oder hier hinten. Justice hat deinen Auftrag abgeholt. Was? Jagdmehlmilch. Ne, ich kriege hier gar keinen Salz. Okay. Ah. Ja, jetzt weiß ich, welchen Auftrag er abgeholt hat. Jetzt weiß ich's. Den für die Arbeit, also dass er mir die Sachen besorgt. Den Auftrag hat er abgeholt. Okay. So, gegerbtes Leder kriegen wir, glaube ich, von den Jagdmädels, wenn ich es richtig weiß. Da werden wir gerade mal gucken. Oder? Kriegen wir das nicht von denen? Mitnehmen. Oh, ich habe meinem Tierchen noch gar nicht Hallo gesagt heute. Machen wir.
Hallöchen. Ciao, 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 ciao. So. So, jetzt kann ich zum einmal gucken, ob die Schuhe besser sind als die, die ich habe. Ich habe Froschentdeckerstiefel. Ausdauer plus 7. Naja, also die, die wir haben, sind besser. Ja, mehr haben wir nicht gekriegt. Da sortieren wir mal alles ein, was wir so nicht brauchen. Gegerbtes Leder habe ich jetzt, glaube ich, keins gekriegt, oder? Nö. Von Monstern. Von welchen denn? Von welchen denn? Das ist hier die Frage. Holzbrett haben wir fertig. Das können wir schon mal abliefern. Das ist ja schon mal etwas. Hi Andy. Könntest du mir helfen, eine Krankmeldung zu bekommen? Dann muss ich mir diesen blöden Unterricht nicht mehr anhören. Wow. See you. See you. So. Liefern wir mal ab. Perfekt. Ich wusste, dass ich mich auf dich zählen kann. Du und Mien seid das einzig Wahre. So, dann können wir auch gleich mal ein bisschen plaudern. We need to come up with something to protect ourselves from these sandstorms. But what? A giant bubble? Yeah. Maybe not. Du kriegst noch ein Windspiel. Plus 4. Meinst du nicht, dass es jemand anderem mehr Spaß machen würde? Okay. So. Hauserweiterungen. Steinhaus. Holzhaus. Zimmer im Majestätischen. Ne, wir brauchen erstmal noch Geld, dass wir das Grundstück vergrößern können. Was kriege ich denn hier? Keine Krallen auf jeden Fall. Schicke Sachen, aber keine Krallen. Aha. Was? Du kriegst uns niemals lebendig, Bulle. Uff, wer hätte das kommen sehen? Ich habe zu viel Zeit mit dem kleinen Banditenjungen verbracht. Agent Karl, bringst du Neuigkeiten aus dem Süden? Nein, und wovon sprichst du? Du bist jetzt mein Agent, ob es dir gefällt oder nicht. Und du lebst da drüben im Süden, richtig? Nun ja, lass dich nicht entmutigen. Ich bin sicher, dass wir bald der Sache auf den Grund gehen werden. Wenn du versuchst, einen wilden Yakmel zu tamen, nie benutze den Crack einer Whip. It only riles them up. The trick is to squat down in front of them, look them dead in the eye, and shout out, "Yeehaw!" Don't believe me? Try it for yourself. So. Magst du Brei? Abdeckcreme? Könnte ihr gefallen? Oder ein Topf? Gesegnet sei dein Herz. Ja, ist nicht so deins, der Topf. Ich sehe es ja ein. So, dann gehen wir mal gucken, wo wir noch gegerbtes Leder herkriegen. Hier hinten vielleicht? Bei den Pinguinen oder diesen Boxer-Dingern? Vier brauchen wir. Von den Skorpionen kriegen wir keines, soweit ich weiß. Wir testen es gerade mal, aber ich meine nicht. Chitinpanzer, genau. Und diese Helikoin-Angel. Helikoin-Angel. Naja, egal.
Angel. Irgendwas. So, hier hinten sind ja noch Monster. Wie gesagt, da ist einmal dieser boxende Dude. Wenn ich ihn finde, da. Der könnte das Leder abgeben. Oder da die Pinguine vielleicht. Das Boxerschwein, genau. Also der hat zumindest schon mal grobes Leder. Ja, grobes, das grobe Leder brauchen wir, genau. Das war's, ja. Die geben auch sehr gut. Sehr schön. Wir haben genug grobes Leder. Okay. Dann müssen wir ab und zu mal hier vorbei. Dann müssen wir ab und zu mal hier vorbei. Dass wir das grobe Leder besorgen. Ach so, das ist... Ich würde nur gerne das Totholz hier noch mitnehmen, weil das gibt wieder versteinertes Holz. Da ist auch noch ein Flugzeug, sehe ich gerade. Ah ne, das ist die Dingsfarm, genau. Alles gut, das ist ja die... Das ist ja die Farm. Da ist ja hier die Kluft dazwischen. Stimmt. So, zumindest haben wir das, was wir brauchen. Das ist schon mal viel wert. Das grobe Leder, genau. Daraus können wir dann jetzt das gegerbte Leder machen. So. Das laufen wir jetzt nicht zurück. Bye. Sehr schön. So. Ich kann nur zwei machen. Ich brauche immer acht. Okay, das heißt, wir müssen da noch ein paar mehr machen. So, die ist fertig. Der kann mal... bisschen Plastikschrott noch verarbeiten. Brauchen echt mehr solcher Maschinen. Haben wir hier irgendwas? Nee. Aber hier. Einmal voll machen, bitte. So, jetzt kann ich gerade mal gucken. Hier könnten wir noch mehr Verwerter bauen, ne? Haushaltsverwerter. Habe ich eigentlich schon den besseren? Der ist, glaube ich, in Auftrag gegeben, oder? Allgemeine Schleifmaschine. Bürgerlicher Ofen. Den haben wir, glaube ich. Dann kommt der Ofen. Das ist der normale. So, reine Maschinen. Okay, wir haben den Wiederverwerter, den Ofen. Schmiedemaschine Stufe 1. Haushaltswiederverwerter. Bürgerlicher Ofen. Bürgerlicher Verarbeiter. Chefkoch. Fogging-Maschinen. Können wir die schon bauen? Granitplatte? Ich glaube, da haben wir alles.
Chromstahllager. Oh. Haben wir nicht. Können wir das machen? Stahlrahmen. Wo machen wir die Chromstahllager? Hier nicht. Anleitung benötigt. Ach so. Kriegen wir in der Handelsgilde. Okay, aber jetzt nicht mehr. So. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.